Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Staxel. Der Mike ist auch mit am Start und verbaut sich die ganze Hi. Zeit. Ja. Also ich glaube, sein Charakter verbaut sich natürlich nicht, der Mein Mike. Charakter verbaut sich. Der. Nicht ich. Aber ja auch, also, nee, also das glaube ich auch nicht. Also ob Mann. der Mike sich verbauen würde. Jetzt sag mir doch mal ein Mensch, wo ich meine Schaufel versteckt habe. Ein paar goldene, die können wir noch einpflanzen. Hast wieder Kuh gedrückt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also falls du irgendwo eine Schaufel findest, sag Bescheid, ne? Ja. Ist dann meine. Ja. Gut versteckt. Hab ich eben kurz aufgesammelt. Gönn dir, gönn dir. Geht so live, ich kauf mir eine neue. Mach das. Die 10 Blütenblätter. Die werde ich jetzt investieren in eine Schaufel. Ja, nice. Sind sogar 40. Oh, damn, live deine Preise. Damn. Life Steig. Is life. Na, 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 na. So, würde ich fast sagen, lass uns schlafen gehen, damit meine Bestellung gleich da ist. Warte. Ja. Doch. Okay. Okay. Wenn es sein muss. Okay. Okay, Mr. McGee. So, den Pilz können wir auch rausräumen. Ja, okay. Kennst du dieses Meme? Das, okay. Bestimmt gesehen, aber also ich hab's selbst gerade nicht vor Augen. Okay. Noch erstmal ein Stückchen Kaffee nehmen, während ich hier im Bett liege. Gönn dir. Bist du auch schon im Bett? Nee, gerade auf dem Weg. Sehr gut, ich jetzt beobachte im das. Haus und jetzt im Haus. Jetzt Bett. Okay, ich nicht, ich war gerade raus, um das zu beobachten, aber nein. Jetzt bin ich wieder drin, jetzt liege ich, jetzt schlafe jetzt ich. Ist Herbst. Jetzt ist Herbst. Es ist Herbst. Kollege. Wenn es nicht dem Pflücken bereit sind, wir haben einen grünen Rand. So, ich würde ein bisschen warten, dann die Zeit wieder stoppen. Ja. Also ein bisschen warten, damit es einfach nicht ganz so golden düster ist. Hi Alfredo. Wow, Katzenrüben. Rosi. Jetzt auf Scout. Nee. Mildred. Hallo Shadow, hallo Scout. Jo, und wieder zurück ins Haus. Shadow hat sich gerade wegteleportiert. Ist halt ein Teleport. Hallo, kannst du mal das Ei aufsammeln? Hase. Katze? Hase? Katze? Hase. Hase. Sag ich doch. Ja. So. Was wollte ich jetzt haben? Ich wollte Hühnerfutter. Da ist Hühnerfutter. Upp. Da ist es. Oh. Das ist jetzt natürlich blöd. Was ist? Ich habe ein paar Sprenkler auf meinem Feld hier bei mir abgebaut, um die drüben aufzubauen, aber leider habe ich damit auch eine Reihe goldenen Kaffee verdörren lassen. Das heißt, die sollte ich bei Gelegenheit mal wieder aufbauen. Hast du ganz toll gemacht. Ich weiß. Ich bin auch stolz auf mich. Jo! Feld oder Cecils Haus? Mir egal. Warte. Gut, dann geht's erstmal ins Sissys Haus. Dann brauche ich meine Fenster. Meine Nase juckt. Gesundheit. Danke. Dieb, 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 dieb. Ja, und sleep. Dieb, 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 dieb. So, dann müssen wir einmal da hochkommen. Schwupp. Das ist ein Loch im Fenster. Fenster ist offen. Oh. Dich nehme ich mit. Krass, der ist nicht gedespawnt. Obwohl er einen Tag lang im Prinzip rumlag.
Ja, so wollte ich es einbauen, dass mir mit Luftloch das halb auf hochgezogen, weil Gründe, ja. Keine weiteren Fragen. Plupp. So, so. Ich weiß sogar, wer diesen von einem Haus da diesen einen gelben Block weggehauen hat. Oha, wer? Du. Ich, wann, wie, wo? Wo ich dich doch mal mit diesem Parkettboden da eingebaut habe. Ah, da habe ich den rausgebaut. Da hast du so wild rumgeschlagen und hast ihn denselben mit rausgebaut. Und meinen Kopf weggetan. Ja. Der gute, gute Kopf. Nicht da einmal um mich schlagen, nur am Randalieren. Damn. Ja. Anti-Aggressionsprogramm, ich sag's dir. 3, 1, 2, 3. Nicht durch. Ich schätze, wie viel Dach brauchen wir? Gar keins. Gar keins? Ich baue kein Dach drauf. Ich baue Pflastersteine oben drauf. Ah, okay. Deswegen gar keins, also. Oh ja. Also nicht so ein Dach wie die anderen Häuser haben. Nö. Okay. Das kriegt ganz klassisch Stein drauf. Gutes also Flachdach. Flachdach, genau. Das sowieso. Aber diesmal richtig flach. Mir fällt gerade auf, an dem Tiershop von Rosemarie fehlt eine Dachkante. Ja gut. Hast du noch was von dem blauen, von dem blauen? Ich habe keine Ahnung, muss ich dir gestehen. Ich guck nach, dann ersetze ich das. Juhu! Ausbesserungsarbeiten bei Mike. Ja. Also ich klatsche einfach überall nur alles. Bau mal kurz dein Haus ab, ne? Bau mal kurz mein Mess. Moment. Bitte nicht. Bitte lass das stehen. Nein. Ich bin ja schon froh, dass es hier sowas wie TNT nicht gibt. Oh. Gut, auf der anderen Seite würde ich dann jetzt am Ende alles in die Luft sprengen. Ja. Ja, gut. Aber es gibt kein TNT. Ja, das ist schon mal gut. Schon mal gut. Da kann man nicht aus Versehen alles sprengen. Das hat auch Vorteile. Aus Versehen TNT gezündet. Map weg. Besser so. Warte, ich muss hier kurz einen Block einfangen gehen, der ist geflüchtet. Ah, oh, perfekt. Danke dir. Also geil, es steht da ja schon ein bisschen länger und es ist bis jetzt einfach nicht aufgefallen. Tja. Blub. Hä? Mhm. Gibt's noch eine Treppe höher? Nö. Ach, da bist du gekommen. Es gibt, keine Treppe höher, es gibt dezente. Ach, das ist das, was du hier hingeplatzt hast. Ich habe mich gewundert. Hä, was steht denn da oben? Aber wo weiß ich wo? Ja, ich bin hinter dir, genau hinter dir. Ah, hi. Hallo, ich habe weil von hier unten, von dem Haus, sah das so komisch aus. Das sah so in der Mitte so blau aus und außen so rot. Damn. Das sah voll komisch aus. Ein mysteriöser Gegenstand. Jetzt bin ich auch rum. Willkommen auf der Sonnenseite des Lebens, auf der obersten Etage von Cecils Haus. Hey. Springt er da einfach hin. Tschüss. Nein. War schön mit dir. Bären Sie uns bald wieder. Hallo. Ich bin hier hoch. Ja. Ja, Mann. Schon bist du oben. Jetzt weiß ich auch nicht, springst du mir runter. Nein, spring nicht. Spring nicht, Mike. Nein. Mit Anlauf und... Juhu. Batsch. Jo, das war's mit Mike. Rest in peace. Oder in pieces. In dem Fall wahrscheinlich eher. Ja. Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Moment. Das waren die falschen. Hallo. Du bist schon wieder da. Alter. Der denkt, er springt da runter, ist Matsch, aber nein, er kommt einfach wieder. Er ist unzerstörbar, er ist Hulk. Ja. Bist du der Hulk? Mhm. Okay. Bin ich. Der blaue Hulk.
soweit toll. Hä? Und tschüss. Aua. So. Ja? Ich kann so schlecht bauen, wenn du da drauf stehst. Aha. Ich Weiß. Schwebe. Boah, er kann fliegen. Hexer, oh, Hexer, verbrennt ihn. Tschüss. Drei, eins, zwei, drei. Sind wir da? Oh ne, vorne, den werde ich nicht mehr los. Ich merke das schon. Hörst du auf, die Wand abzubauen? Hä? Ich baue doch gar nichts ab. Wie? What the fuck? Was? Kommt man da durch die Ecken? Wie bist du da durchgekommen? Bei mir hat's kurz geruckelt. Und schwupp, ist er durch. Das ist ein bisschen gruselig. Man kann, er ist nicht nur Hulk, er kann auch durch Wände gehen. Ja. Ich bin die Wand. Du bist nicht die Wand. Weg da. Los, Abmarsch. Ey. Es gibt zwar Leute, die sind breiter als der Türsteher und die Tür. Ich nehme aber einfach mal an, dass du nicht dazugehörst. Nicht? Nee, glaube ich nicht. Ey, geh runter hier, das ist meins. Nö. Doch, so. Nein! So schnell kann's gehen. Schon bist du wieder am Boden der Tatsachen. Und jetzt? Aha. Ha. Ja. Und? Aha. Scheiße. Ey! Ups. Nichts Entschuldigung. Abbauen. Baut er einfach mein Gebautes wieder ab. Ups. Ja. Das hat man davon. Da baut man dem Jungen ein Haus, wo er leben kann und wohnen kann. Schon baut er alles ab. Mike, was wird das? Okay. Merci. So. Befürchte ja fast. Oh, ich wollte die Zeit ja stoppen. Oh, zu spät schon wieder. Weil wir können es noch machen. Ups. Stop time. Wirst du mich gerade mit Seil zäunen? Weiß ich nicht. Ah, ich glaube, das weißt du ganz genau. So. Oh. So, reichen die jetzt noch aus, um hier zuzumachen? Dürften eigentlich. Ah, wird knapp, aber sollte reichen. Damn. So. Wie viele Seilzäune hast du? What the fuck, warum hast du so viele Seilzäune? Also, warte. Und er wundert sich, dass er kein Geld hat. Er gibt alles für Seilzäune aus. Ich glaube, das ist eine Sucht. Mike, das ist ungesund. Hör auf, so viele Seilzäune zu sammeln. Kriege ich die bitte wieder? Nö. Ey. Was? So. Was willst du wieder? Ich will die Seilzäune wieder haben. Warum? Weil es meine sind. Aber die hast du mir doch gerade geschenkt. Nein, habe ich nicht. Ich habe sie dir bloß zugeworfen. Ach so. Ich dachte, das wäre ein Geschenk an mich. Jetzt nicht für mich. Der Teil davon ist ein Geschenk für dich. Ein Teil davon ist ein Geschenk. Wie viele? Wie viel hast du gerade? Viele. Ja, sag doch einfach. Ja, so zwei. Dann ist einer von dir, genau. Ah, einer ist von mir. Und einer von dir? Dann gebe ich dir den einen. Nein. Hier. Nein. Nein. Okay, kriegst ein paar mehr hier. Los, geht raus. Nö. Hier sind welche. Alle. Es sind alle. Ich hatte mehr. Ja, keine Ahnung, was du mit denen gemacht hast. Ich hab sie nicht. Auf, spring mal weg. Schuss mich raus. Das geht nicht. Leider. Hätte ich ein Schwert, würde ich dich einfach wegschlagen.
Spring, Mike. Spring, 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 spring. Ich muss hier hoch. Ja, geh halt da hoch. Wollen wir mal kurz einen Weg? Mach das. Mach das. Ja, Gott. Willst du auch hier eben noch mit raus, oder? Ja. Weil. Upp. Kann ich entspannt von hier oben weiterbauen? Ja, dann komm wieder her. Niemals! Bin jetzt weg! Pikachu, komm her. Ja. Der kommt doch auch, oder ist so schon draußen, Detektiv Pikachu. Mhm. Fand den Trailer sehr süß. Diesen flauschigen Pikachu. Aber die Stimme, die passt irgendwie nicht zu dem. Ryan Reynolds? Ja, doch. Ja? Ich finde schon. Finde ich nicht. Die klingt irgendwie so ein bisschen tief für den. Ja, okay, doch. Ich verstehe, was du meinst. Definitiv. Weil Pikachu ist so ein süßes Tier und dann so eine tiefe Stimme. Hallo, ich bin ein dunkles, süßes, kleines Tierchen. Ja gut, das macht weißt irgendwie du, Sinn. Weißt du, in den anderen Pokémon so Pikachu? Ja, das stimmt. Da also ich fand es ja schon sehr interessant, dass sie es einfach als Felltier gemacht haben. Ja. Ich meine, gut, es sah, glaube ich, auch ultra bescheuert aus, wäre es so ein Nacktmul in Gelb. Aber trotzdem. Ja. Bin ich sehr gespannt, ob der gut ist. Ich weiß auch gar nicht, ob der schon... In dem Kino, oder... Ich weiß nicht, ob der schon draußen ist, tatsächlich. Da müsste ich... Warte mal, wir machen hier mal, ne? Live-Test. Wo ist mein Handy? Da ist mein Handy. Okay, Google. Wann kommt Detektiv Pikachu ins Kino? Mal gucken, ob es das rausfindet für uns. Was wird in letzter Zeit? Ah, doch, es sucht auf jeden Fall. Google ist momentan nicht erreichbar. Ja, Google ist down. Nein, Google ist natürlich nicht down. Das wären ungefähr 75% des Internets, die dann down wären. Mike, bist du noch da? Mhm. Okay, ich dachte schon, es wäre mein Internet, was down ist. Pika! Ich glaube, da ist gerade erst der zweite Trailer rausgekommen und das ist meistens ein Zeichen, dass der Film noch nicht draußen ist. Aber ich weiß es nicht. Ja, mit Mewtwo da vorne drauf, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ich hab's nur gesehen, dass es auf YouTube einen gab, einen zweiten. Und ich fand den ersten... Vorne. Bei dem zweiten Trailer so eine Katze. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Mewtwo vorne drauf ist. Ich hatte nur die Headline halt gesehen, zweiter Trailer. Das Thumbnail habe ich gar nicht gesehen. Also wahrscheinlich habe ich schon gesehen, aber mir nicht gemerkt. So. Dann gucke ich mir mal an. Gut, ich meine, davon haben wir noch 400 Stück. Das sollte reichen. Und noch mehr davon. Das wird ein Dach. Na gut, ich gehe davon aus, wenn der erfolgreich ist, dann wird es da noch mehr Teile geben. Nein! Ich bin in meinen. Das ist jemand runtergefallen. Ja, das ist korrekt. Das hast du gut erkannt. Soll ich den Treppe bauen? Oh nö, lass ruhig. Ich kann auch von hier unten bauen. Das passt auch. Flop, flop, flop. Hier drin wird es ja nur langsam dunkel. Ich fürchte mich nicht vor der Dunkelheit. Ah, Geister! Pikachu ist aber auch so richtig süß. Ja. Dieser Samen. Oh, okay. So. Also. Die Decke wird bald fertig sein. Die Decke, die ich entdecke.
So. Alter. Boah, sieht der Trailer geil aus. Sieht der Trailer geil aus? Ja. Also Leute, zumindest. Also Leute, Trailer gucken. Ja. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so der Pokémon-Mensch. Die meisten Leute in meinem Alter, die haben mindestens 537 verschiedene Pokémon-Spiele gespielt in ihrer Kindheit und Jugend. Ich habe eins gespielt, weil mein Freund das geschenkt hat, weil er es zweifach hatte. Auf dem Game Boy Advance, glaube ich. Und das war's. Gut, ich habe Pokémon Go noch gespielt und ab und zu mal die Serie geguckt, wenn sie gerade zufällig lief. Aber viel mehr hatte ich mit Pokémon nicht am Hut, muss ich gestehen. Flup. Noch keine Sammelkarten oder irgendwas. Also das soll ja irgendwann dieses Jahr kommen. Steht noch nicht dran, wann er kommt. Ne, irgendwann 2019. Okay. Irgendwann. Steht nicht mal ob Herbst oder Winter oder irgendwas. Nee, da steht bloß coming 2019. Krasser Scheiß. Gut, dann ist er aber definitiv noch nicht im Kino. Also außer sie haben aber vergessen, dass sie ihn veröffentlichen haben. wir haben einen Film das veröffentlicht. Welcher war das nochmal? Was? Nix. Alles gut. So. Also, den Film, den ich mal im Kino geguckt habe, das war Drachenzähmen leicht gemacht 3. Der dritte? Der soll gut sein, habe ich gehört. Der soll gut sein. Ja, der war auch richtig gut. Ich glaube, den zweiten noch nicht mal gesehen. Den ersten habe ich gesehen. Die Serie habe ich mal reingeguckt, fand ich persönlich aber nicht so gut. Ich habe keine Pflastersteine mehr. Und ich habe hier gestanden und gesagt, ich habe 400, das reicht bestimmt, voll gut. Hat aber nicht gereicht. Den ersten habe ich gesehen, den fand ich damals sehr schön. Den zweiten habe ich, glaube ich, nicht gesehen und ja, den dritten auch noch nicht. Aber die Neffen von meiner Freundin haben gesehen, fanden auch sehr gut. Aber gut, die Folge ist jetzt auch vorbei. Dementsprechend euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft gerne auch ein Abo da lassen. Fragen, Wünsche, Anregungen gerne in die Kommentare. Und morgen um 13 Uhr gibt es die nächste Folge Staxel. Euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein. Ich lege mich ins Bett, warum auch immer. Ich wollte Bestellungen machen, das war's. Haut rein, bleibt gesund und bye bye. Tschüss.